Und auch ich werde nicht darum herumkommen. Hi und ganz herzlich willkommen zu diesem Vlog. Ich habe mir überlegt, ich nehme euch die nächsten Tage mal mit und werde ein ganz bestimmtes Buch kaufen und dann halt auch lesen. Und zwar gibt es ja ein Buch in unserer Bubble, an dem man absolut nicht vorbeikommt und auch ich werde nicht darum herumkommen. Wenn man mal auch nur einen Tag auf BookTube, Bookstagram oder BookTok ist, dann wird man dieses Buch definitiv entdecken. Ich rede natürlich von Fourth Wing. Ich habe mich lange drum gedrückt. Ich weiß, es sind jetzt schon mehrere Monate rum, aber ich kann nicht anders. Ich muss dieses Buch jetzt lesen. Ich muss wissen, was hinter diesem Hype steckt, ob es das wert ist, ob das überhaupt mein Ding ist, weil eigentlich ist Fantasy ja gar nicht meins. Heißt, ich werde dieses Buch kaufen und werde euch dabei mitnehmen und werde euch auch mitnehmen, während ich dieses Buch lese und euch dann meine Meinung auch dazu mitteilen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe hohe Erwartungen und bin gespannt und wünsche euch viel Spaß bei diesem Video und würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zum Meiersche. Nochmal ein kleines Voice-Over. Und zwar musste ich natürlich auch so erstmal ein bisschen durch den Laden schlendern. Heißt, es wird auch mal eben ein kleiner Bookshopping-Vlog. Da sieht man natürlich Fourth Wing immer noch auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und da drüben sieht man dann auch die englische Ausgabe als Taschenbuch davon. Ist halt auch schon krass, dass es wirklich bei beiden einfach auf der Liste steht. Und dann bin ich erstmal ein bisschen weiter gestöbert und habe da eben auch das neue Buch von Maren entdeckt. Ich muss sagen, spricht mich schon sehr an, weil ich die Dunwich Academy-Reihe ja auch so mochte. Und finde das auch unfassbar schön gemacht mit dem Farbschnitt. Dann bin ich aber erstmal eben zurückgegangen zu dem Buch und musste mir erst einmal anschauen, was die denn auf Englisch oder Deutsch kosten, weil ich mir noch nicht so ganz sicher bin oder sicher war, welches ich halt kaufen möchte. Aber habe mich dann eben doch für die deutsche Ausgabe entschieden. Auch wenn es halt ein bisschen teurer ist. Aber ich dachte so, nee, dann nehmen wir lieber das Deutsche. Heißt, das Buch kommt jetzt einfach schon mal mit. Dann bin ich auch schon mal an der Weihnachtsecke hängen geblieben. Diese Bücher sehen ja alle immer unfassbar schön aus, auch wenn die wahrscheinlich oft sehr ähnlich sind. Und die Bücher sahen auch richtig cool aus, fand ich. Hier haben wir noch ein paar Sommerbücher. Also, ja, man merkt, es ist noch Herbst. Dann sind wir noch mal eben in der New Adult Abteilung, wo ja hauptsächlich Colleen Hoover steht, aber auch die wunderschöne Schmuckausgabe von Brittany Cicherry. Ich muss sagen, da bin ich schon so oft dran vorbeigegangen, aber ich sehe es halt echt nicht ein, dafür so viel Geld auszugeben. Aber es sieht so schön aus. Dann, ja, mein Vorname muss ich natürlich einmal ranzoomen. Hier sieht man auch noch ein paar. Das habe ich jetzt auch schon so oft gesehen. Ich muss sagen, das spricht mich schon sehr an, weil es ja auch so unfassbar cool aussieht mit diese vier, wie die dann dieses Bild zusammen ergeben. Aber irgendwie so wirklich gecatcht hat es mich dann doch noch nicht, dass ich es doch noch da gelassen habe. Dann habe ich nochmal weitergeguckt und noch mehr New Adult Bücher gesehen, die mich alle auch irgendwie sehr ansprechen. Das Buch habe ich auch sehr geliebt. Dann ging es weiter zu den englischen Büchern. Die englischen Bücher sehen alle immer so bunt aus, aber ich finde, das sieht richtig cool aus irgendwie. Die haben viel knalligere Farben als die deutschen, oder? Ja, heißt, da habe ich auch mal rumgeguckt, aber ich hatte ja wirklich nur die Mission, Fourth Wing zu kaufen, deswegen kam da jetzt auch kein weiteres Buch mit, aber ich musste natürlich trotzdem überall gucken. Genau wie die beiden hier, die ich auch toll fand. Hier nochmal die Ausgaben. Hier muss ich sagen, das war in der Jugendabteilung. Ich bin nicht der Einzige, aber also ich finde, die Bücher sehen so komisch aus, alle. Sorry, aber was ist das?
weiß ich nicht, ist gar nicht meins. Auch da hat mich jetzt auch nichts angesprochen. Das ist mir alles irgendwie viel zu bunt. Aber also, die Bücher können natürlich trotzdem gut sein, aber es spricht mich einfach überhaupt nicht an. Dann habe ich auch noch mal da die Heartstopper-Bücher gesehen. Oder da auch das neue von The Inheritance Games. Da liebäugel ich ja auch schon ein bisschen länger mit. Das werde ich bestimmt auch bald noch mal holen. Vor allem, wenn jetzt da irgendwie noch ein Teil von erschienen ist. Ich glaube schon, dass sie auch richtig spannend sein werden. Da sieht man die drei dann auch noch mal als ein Paket. 40 Euro, ich glaube, das geht eigentlich dann für die drei. Da sieht man dann noch mal, das Buch habe ich auch echt gerne gelesen. Das Buch möchte ich unbedingt noch lesen, das ist ja von derselben Autorin. Ja, das Buch habe ich jetzt nicht so gefeiert, beziehungsweise das davor. Und die Reihe sieht man ja auch überall. Aber ich glaube, das ist auch erstmal nicht so meins. Aber never say never. Und da war ich von dem Farbschnitt auch richtig begeistert. Ich fand, das sah so schön aus. Aber ich habe da jetzt auch schon einiges drüber gehört, dass es, ja, ich glaube auch schon sehr traurig sein soll. Deswegen war das jetzt auch erstmal nicht dran. Hier noch ein paar Fantasy-Bücher. Musste ich auch mal durchstöbern. Natürlich auch Fourth Wing. Dann bin ich auch schon zur Kasse und ab geht's nach Hause. So, da bin ich schon wieder. Ich habe euch ja gerade schon mal mitgenommen und tada, hier ist dieses Prachtexemplar. Das sieht so schön aus, also muss ich schon sagen. Ich meine, es gibt es natürlich jetzt nicht mehr mit Farbschnitt, wer 3, 4 Monate später dann auch mal auf den Hype kommt. Aber ich freue mich total und wir packen das jetzt erstmal zusammen aus. Ah, es ist so schön. Dieses Buch sieht wirklich richtig, richtig schön aus. Ich bin echt so gespannt auf diese Story jetzt. Ich habe es auf Deutsch gekauft, weil ich da einfach glaube, dass ich das noch besser verstehen werde, weil es ja eben Fantasy ist. Und ich würde sagen, let's go. So, ich habe jetzt entschieden anzufangen. Natürlich diesen Schutzumschlag ab. Thank you.
So, ich wollte mal eben ein kurzes Leseupdate geben. Und zwar bin ich mittlerweile schon auf Seite 302 angekommen von ganzen 760 Seiten. Also, das ist schon ein fetter Schinken, muss man sagen. Aber ich bin ja jetzt fast bei der Hälfte und es ist echt richtig spannend. Ich finde, die Story geht auch direkt los. Ich bin auch sehr schnell da reingekommen, auch wenn am Anfang natürlich noch sehr viele fremde Wörter waren, weil das eben so eine ganz eigene Welt für sich ist. Aber irgendwie komme ich damit klar. Es geht auf jeden Fall sehr, sehr viel um Drachen. Und in dieser Welt gibt es verschiedene Quadranten, die halt so nach Themen und Fähigkeiten quasi zugeordnet sind. Und unsere Protagonistin Violet wollte eigentlich schon ihr Leben lang in den Schreiberquadranten rein. Und ihre Mutter ist aber da auch irgendwo beschäftigt. Auf jeden Fall wird sie ja mehr oder weniger dazu gezwungen, in diesen Reiterquadranten zu kommen. Und da geht es halt auch ordentlich zur Sache. Also allein in den ersten 100 Seiten oder in den ersten 300 Seiten, ja, jetzt sind schon so viele Menschen gestorben. Das ist schon ziemlich brutal, dass ich ab und zu schon mal so ein bisschen denke, aua, und kurz ein bisschen den Schmerz aushalten muss, weil ich sowas ja sonst gar nicht lese. Ich habe auch ein bisschen Angst, wie es noch weitergeht, wenn ihr jetzt schon so viele gestorben sind, wie das dann gegen Ende wird. Also es erinnert mich sehr vom Vibe her an die Tribute von Panem, die Bestimmung, aber auch Harry Potter, dadurch, dass halt auch Drachen so eine große Rolle spielen. Aber ich muss sagen, es fesselt mich total. Es ist richtig spannend geschrieben. Und ich will halt die ganze Zeit weiterlesen. Am liebsten würde ich gar nicht aufhören. Deswegen, das macht schon Spaß gerade. Es catcht mich sehr. Von daher werde ich es mir jetzt gemütlich machen und weiterlesen. So, heute bin ich mal cute.
Es gibt mal wieder ein kleines Leseupdate und zwar bin ich mittlerweile auf Seite 517, heißt es geht Richtung Endspurt und ich muss auch sagen, das Tempo war jetzt in letzter Zeit so ein bisschen ruhiger. Also ich fand dabei, es ist nicht ganz so viel passiert. Es war trotzdem irgendwie spannend und ich habe die ganze Zeit weiterlesen wollen, aber es wird so ein bisschen langsamer. Deswegen könnte ich mir jetzt sehr gut vorstellen, dass jetzt die nächsten, ja, über 200 Seiten sind es ja noch, jetzt noch ordentlich an Tempo zunehmen wird. Und ja, da gibt es ja auch gerade irgendwelche Staffeln. Und gerade ist eigentlich eine sehr schöne Stelle. Aber da kommen irgendwie bald so Wargames und da wird es bestimmt nochmal richtig zur Sache gehen. Von daher bin ich sehr gespannt, werde es mir jetzt wieder gemütlich machen und dann weiterlesen. So, ich hab's geschafft. Ich habe dieses Buch eben beendet. Ich hab's einfach durchgelesen und bin gerade noch so ein bisschen gefangen in dieser Welt. Es wurde wirklich noch mal richtig spannend gegen Ende. Also ich musste jetzt wirklich die letzten 100 Seiten so in einem durchlesen, weil da echt noch mal einiges passiert ist und es war wirklich noch mal sehr, sehr spannend und vor allem auf den letzten Seiten ist gefühlt auch noch mal irgendwie voll viel passiert. Deswegen freue ich mich jetzt wirklich auf den zweiten Band. Bin auch froh, dass der schon bald erscheinen wird, dass ich da jetzt dann nicht mehr so lange warten muss. Ich muss sagen, es hat mir insgesamt ziemlich gut gefallen. Und wo ich ja in der Mitte fand, dass es so ein bisschen an Tempo nachgelassen hat, wo es ein bisschen ruhiger wurde, ist das definitiv jetzt gegen Ende nochmal umgeschwungen. Und ja, es wurde auf jeden Fall nochmal um einiges brutaler. Heißt, ich habe wirklich am Ende dann doch nochmal ab und zu da mit einem Auge gesessen und so gedacht, okay, was passiert da jetzt bitte? Und das ist schon ein bisschen brutal. Aber es hat mich irgendwie nicht abgeschreckt. Ich habe tatsächlich jetzt irgendwie noch mehr Lust bekommen, mehr Fantasy zu lesen oder generell mehr so düstere Bücher zu lesen. Und ich freue mich jetzt wirklich auch auf den zweiten Band. Bin da sehr zuversichtlich, dass ich den auch irgendwann lesen werde. Vielleicht jetzt nicht so direkt an dem Tag, wo der erscheint, wie wahrscheinlich die meisten anderen, aber vielleicht in ein paar Monaten werde ich dann vielleicht auch nochmal den zweiten irgendwann lesen. Ich bin gespannt. Es hat mir aber insgesamt wirklich gut gefallen. Ich fand, das war ein sehr, sehr spannendes Buch. Es hat mich total in eine ganz andere Welt befördert. Also das schaffen Bücher ja generell, dass ich dann wirklich mal eben aus dieser echten Welt kurz raus bin und so wirklich nur in der Bücherwelt bin. Und das ist ja bei Fantasy echt nochmal ein anderes Level. Also da ist man ja wirklich nochmal in einer nochmal anderen Welt. Also nicht nur eine andere Welt, sondern eine andere Fantasy-Welt. Wenn man versteht, was ich meine. Deswegen war das echt noch mal was anderes. Es hat mir gut gefallen. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Meine Erwartungen wurden erfüllt. Ich glaube, es eigentlich sogar übertroffen. Ich glaube, ich dachte schon, dass das irgendwie gut wird, aber ich habe das Buch ja immer nur gesehen und dachte so, okay, keine Ahnung, was ist mit diesem Buch so? Aber ich glaube, meine Erwartungen wurden wirklich übertroffen. Ich bin eigentlich gerade echt begeistert davon. Also, falls es irgendjemand in der Welt da draußen geben sollte, der dieses Buch noch nicht gelesen hat, kann ich empfehlen. Wobei ich sagen muss, dass ich auch am Ende öfter noch ein paar Verständnisprobleme hatte, weil ich das einfach super kompliziert finde mit den ganzen anderen Namen und die andere Welt und wer da was ist und wer und wie. Und da ist halt sehr viel, was man dann auch wirklich verstehen muss, was dann wirklich auch nicer ist, wenn man es wirklich an einem Stück liest und nicht immer wieder unterbrochen wird. Ja, was halt einfach schwierig ist im Alltag, aber irgendwie habe ich es trotzdem geschafft, den Großteil davon zu verstehen und deswegen kann ich dieses Buch sehr weiterempfehlen. So, das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ja mal ein bisschen was anderes, dadurch, dass ich auch viel, viel mehr hinter den Kulissen gefilmt habe. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder schreibt mir dazu irgendwas in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal. Ciao. Peace, I'm out.